Wartmalente-Grems Mühlen Regionalbahn geht es hier lang nach Kiel, halbe Stunde, hier lang nach Lübeck. Ebenfalls alle halbe Stunde fährt hier die Bahn. Und man kann hier noch eine ganz andere Bahnstrecke erleben, nämlich die Strecke Malente-Grems-Mühlen-Lütjenburg. Das ganze Ding ist eigentlich stillgelegt und soll jetzt langsam als Dresinstrecke ausgebaut werden. Malente ist natürlich der absolut perfekte Urlaubsort. Ganz viel Ruhe, ganz viel Wasser, ganz viel Wald. Ein bisschen steife Brise, muss ja hier oben im Norden so sein. Und Malente hat Geschichte. Eigentlich auf Plattdeutsch Lent macht Malente 1150 das erste Mal auf sich aufmerksam. Dann nämlich wird es gegründet von Sachsenkönig Heinrich dem Löwen. Danach hat es eine ganze Weile Ruhe gegeben, es hat sich entwickelt. 1934 schließen sich die Gemeinden Grimsmühlen, Malente und Rachow zusammen. 9 kleinere Ortschaften kommen auch noch dazu. Und seitdem geht es mit Tourismus richtig aufwärts. Seit 1935 nämlich Kneipp-Kurort und das zieht natürlich Touristen an. Hier steht er, der Geist von Malente. Von 1970 bis 1994 hat sich die deutsche Nationalmannschaft hier auf die WM vorbereitet und im Standfußball 74 sogar gewonnen. Malente hat ein Karma, das heißt Ruhe, Zusammenhalt und ganz, ganz viel Wiese. Deutsche Fernsehgeschichte, paar hundert Meter vor den Toren von Malente, der Immenhof. Wunderbar, 1960 und folgende Jahre wurde der nämlich genau hier gedreht. Und warum? Weil es in NRW so viel geregnet hat, denn dort sollte er eigentlich gedreht werden. Dann hat man gesagt, nee, hier ist viel zu nass, da gehen wir nach Norddeutschland. Heute ist der Immenhof zu und geschlossen, wird renoviert und zum richtig schönen Hof wieder gemacht. Wir sind aber auf der Suche nach Wein und Genuss und man wird es kaum glauben, es gibt ein Weingebiet im Ostholsteinischen, nämlich hier gleich nebenan den Ingenhof. Moin, moin. Moin. Jan. Servus. Wie ist es? Schönes Erdbeerfeld hier, oder? Also Erdbeeren ohne Ende. Bei dem Wetter. Das Wetter hat alles dazugegeben, auf jeden Fall. Und die sehen auch gut aus. Also wenn ich hier so gucke, wie schmecken denn die? Die kleinen sind die besonders süßen. Probier mal. Sollte zumindest so sein. Wunderbar. Ich glaube, ich bin nicht wegen Erdbeeren hier. Ich suche nach dem Wein. Weinberg, wo ist denn der? Ist was ganz Besonderes hier bei uns, ne? In Schleswig-Holstein. Ein paar Kilometer in die Richtung und dann sind wir sofort da. Schleswig-Holstein hat hier gerade 35 Grad Steigung, also eine richtige Südhanglage und wir freuen uns, dass sowas hier wächst. Wie kommt ihr dazu, Wein anzubauen? Schleswig-Holstein, okay, Erdbeeren, Kartoffeln würde ich noch sagen und Wasser, Wald und ein bisschen Ruhe, oder? Schleswig-Holstein bzw. Der ehemalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen hatte mal mit Kurt Beck ein Agreement und sagte, ich möchte gern Rebrechte nach Schleswig-Holstein haben. Das heißt, man kann als Otto-Normalverbraucher bzw. als normaler Mensch 99 Reben zwar anpflanzen, aber alles, was darüber hinausgeht, bedarf der Rebrechte. Und diese Rebrechte wurden von Rheinland-Pfalz abgetreten und an Schleswig-Holstein verteilt sozusagen. Und dann konnte man sich um diese 10 Hektar insgesamt bewerben, was wir gemacht haben mit einem Klimagutachten, mit einer Bodenanalyse, mit einem Wettergutachten, Vermarktungsgutachten. Und uns wurde dann zum Glück, Gott sei Dank, der größte Part, nämlich 3 Hektar, zugeteilt hier. Wie oft war der ehemalige Ministerpräsident hier und hat sich das angeguckt? In der Anfangsphase 3-4 Mal, meine ich. Mittlerweile ist Herr Thorsten Albig nicht häufig bei uns auf dem Hof, aber er trinkt zumindest unseren Wein. Das freut uns auch sehr. Wir liefern also an die Staatskanzlei und das ist natürlich auch echt ein Ritterschlag für uns. Wo liegst du da so geschmacklich? Ich meine, wenn man jetzt deinen Geschmack auf den Weinberg verorten müsste, müsste man sagen trockener Weißwein. Naja, mittlerweile gehen wir dazu über, dass wir die Weine alle trocken ausbauen, aber von Anfang, also bei der Lese, direkt eine Süßreserve aus den eigenen Trauben bilden, um dann eben zu gucken, wie viel Prozent der Lese machen wir trocken, wie viel bauen wir trocken aus, wie viel bauen wir feinherb aus. Und ich stelle hier in Schleswig-Holstein doch immer wieder fest, dass unsere norddeutschen Kunden eher durch und trocken trinken. Ist ja der Ingenhof noch viel mehr als eben nur in Anführungszeichen Erdbeeren und Wein. Hier ist ein schönes Café, hier kann man wunderbar sitzen, das ist hier quasi auf dem Feld. Was ist der Ingenhof noch?
Wir wollen eigentlich im Grunde genommen, dass der Kunde oder der Gast, der hier zu uns auf den Hof kommt, ganz uns authentisch erlebt, so wie wir sind. Wir wollen kein versnobtes Hotel sein, wir wollen das sein, wie wir normal leben. Wir sind also ein Weingut, das heißt, von September an erlebt der Kunde hier auch wirklich, der Gast auf dem Hof, alles, was mit Weinlese und Ausbau zu tun hat. Im Sommer sind wir ein großer Erdbeerhof, ein Obsthof, das heißt also, hier rollen auch mal LKWs über den Hof und es werden Erdbeeren in Massen gepflückt. Und wir sind natürlich auch ein Ferienhof, Ferien auf dem Bauernhof oder auf dem Weingut mit sehr, sehr schönen Ferienwohnungen, wo man auch wirklich zur Ruhe kommen kann. Und in den Sommermonaten haben wir hier unser Feldcafé geöffnet. Weißt du ja, wenn du sagst, du bist auf der Suche, hast ja schon Geschmacksstufen erlebt, wo du gesagt hast, das hat mir ziemlich gut gefallen. Jetzt haben wir hier einen Wein stehen. Was ist das für ein Wein und was für eine Geschmacksrichtung erwartet einen da? Also wir haben hier unsere Rebsorte Solaris, der Jahrgang 2014. Es ist ein super fruchtiger Sommerwein. Der möchte geschmacklich irgendwo in alle Richtungen, hängt auch ein bisschen von der Temperatur ab, wie man ihn probiert. Also lass dich überraschen. Lass mal probieren, gerne. Oder? Wie viel muss ich jetzt schlürfen, um gut durchzukommen, um dir zu signalisieren, ich habe irgendwie Ahnung davon? Ich weiß nicht, wie deine Schlucke normal sind, aber du sollst schon einen ordentlichen nehmen und den mal durch den Mund gehen lassen. Sehr gerne. Zum Wohl. Huhu! Wie seid ihr auf den gekommen? Hast du gesagt, es ist Solaris, ist irgendwie Sonne und hier, wir brauchen viel Sonne und vielleicht passt das irgendwie zusammen oder ist das eine Rebsorte gewesen, die dir jemand empfohlen hat? Oder? Vielleicht ist das auch eine Hommage an den Sonnengott, dass er bitte hier in Norddeutschland viel scheinen soll. Ich weiß es nicht. Nein, Solaris ist eine sehr junge Rebsorte, die speziell für dieses nordische Klima hier gezüchtet worden ist. Sie ist sehr pilzresistent, das heißt also, man muss wenig Pflanzenschutz betreiben. Sie kommt auch mit nicht ganz so viel Sonnenstunden zurecht. Wenn jetzt ein Solaris im Süden angebaut werden würde, würde er schon sehr, sehr früh abreifen. Und wir liegen hier mit der Weinlese bei uns immer so bei Ende September, Anfang Oktober ungefähr.